Es gibt nur das eine Bild bei mir. Ja, vielen Dank, lieber Friedrich, für die Einladung zu diesem Symposium. Das ist natürlich irgendwie, also aus meiner Sicht schon eine harte Nuss. Was ist Designgeschichte? Ist, oder die Frage lautete ja auch, der erweiterte Designbegriff, was für Konsequenzen hat er auf die Designgeschichte? Darauf habe ich eine kurze Antwort und eine lange Antwort. Die kurze Antwort lautet, die Designgeschichte muss eigentlich komplett neu geschrieben werden. Die ausführlichere Antwort, ja, versuche ich jetzt mal aus der Warte einer Person, die im Museum arbeitet, etwas zu beleuchten, welche Rolle oder welchen Part übernehmen eigentlich Museen in diesem ganzen Stück. Museen sind ja Institutionen, denen per se eine gewisse Autorität bzw. Deutungshoheit zugesprochen wird. Durch die Art und Weise, wie sie Kunst oder wie sie Design darstellen, präsentieren, bilden sie auch Geschichte ab. Und manchmal versuchen sie ja auch, Geschichte zu schreiben. Und diese wichtige Funktion von Museen für Geschichtsschreibung, Kunstgeschichtsschreibung hat, glaube ich, niemand besser als Marcel Duchamp eigentlich sinnfällig auf den Punkt gebracht. Sie kennen alle und stellen sich jetzt bitte vor, das Pissoir, das wirklich ein Wendepunkt in der Kunstgeschichte bedeutete, die Frage, was ist überhaupt Kunst und was passiert, wenn Kunst ins Museum kommt und welche Rolle, welche Deutungsrahmen hat eben das Museum. Also die Frage ist, welche Designgeschichte bilden Museen ab und damit verbunden auch die Frage, was sammeln sie? Denn das ist, glaube ich, nicht nur meine These, jede Sammelstrategie bildet ja immer auch eine bestimmte Vorstellung von Kunst und Designgeschichte ab. Und nun gelten gerade unsere Häuser, also das mag vielleicht weniger dank der Präsenz seines vormaligen Direktors und den Aktivitäten, aber gemeinhin gelten ja Kunstgewerbemuseen als sehr verstaubte Häuser, über deren Schwelle man nicht gerne seinen Fuß setzt. Und damit verbindet sich natürlich auch für Sie dass wir wiederum ein bestimmtes Geschichtsbild im konkreten Falle von Design abbilden. Und da muss man einfach auch mal ganz kritisch sagen, wie ist Design in den vergangenen Dekaden summa summarum dargestellt worden. Design ist eigentlich als eine lineare Abfolge von Entwicklung dargestellt worden. Es herrschte ein sehr additives Verständnis vor von Designgeschichte. Wichtige Kriterien waren entweder Dekaden, also man spricht ja gern vom 50s Design, man spricht vom 60s Design oder das Thema Material. Ein anderes wichtiges Thema, nachdem Designgeschichte in den bereits benannten Museen größtenteils präsentiert wurde, war auch Nationalität, Scandinavian Design und so weiter. Und dann gibt es noch das sogenannte Funktionsdesign, also Lichtdesign oder Lampendesign, Möbeldesign, Stuhldesign und ich glaube auch die unterschiedlichen Abteilungsbezeichnungen, die in unseren Häusern so kursieren, die spiegeln ja auch Geschichte wider. Also Sie sind Kurator für Möbel und ich bin Leiterin der Sammlung Kunst und Design. Ansonsten gibt es bei uns noch eine Abteilung Europäisches Kunsthandwerk. Im V&A sind die einzelnen Kuratoren, da gibt es keinen spezifischen Designkurator, sondern es ist Silver oder Furniture oder Textiles oder Fashion. Also das ist ja auch ein gewisses Abbild von ja, Design. Und dann ist noch ein ganz besonderes Problem oder ein Dilemma ist es mit den Design-Ikonen. Das wurde ja auch vorhin, Sie haben es in Ihrem Vortrag erwähnt, bei dem Rekurs auf bestimmte Design-Ikonen, den Designer immer wieder
tätigen, ist natürlich erstmal die Frage, was macht überhaupt ein Design zu einer Ikone oder zu einem Klassiker? Und dann für uns wiederum die Frage, gehören automatisch alle sogenannten Designklassiker auch wiederum ins Museum? Also das sind durchaus Fragen, die wir uns eigentlich fast täglich stellen, weil wir fast täglich hunderte, naja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber 10 Anrufe bekommen, dass wir Angebote bekommen, Dinge in unsere Sammlung zu übernehmen. Und da stellt sich also wirklich täglich neu die Frage nach, was haben wir eine Strategie, was sammeln wir, was ist wert, dass es in das Haus, in ein Museum gelangt. Also Designgeschichte stellte sich, wenn ich mir das so anschaue, eigentlich bis vor nicht allzu langer Zeit als Produktgeschichte da, also das ist ganz klar, und auch als Top-Down-Geschichte, in der sozusagen wenige Konsumobjekte für die breite Gesellschaft entwickeln, und Designgeschichte ist eine Geschichte des Stils und, das haben wir eben ja auch schon so ein bisschen implizit gehört, eine Geschichte des Fortschritts. Und hier knüpft sich für mich dann wiederum auch die essentielle Frage, was ist eigentlich Design? Das habe ich mich auch eben während der verschiedenen Vorträge gefragt. Was zum Beispiel, ich habe Ihnen die Frage nicht gestellt, aber was haben Sie eigentlich für einen Designbegriff? Die Frage stelle ich mir auch, was habe ich für einen Designbegriff? Ist es nicht eigentlich ein Begriff, der ziemlich inflationär inzwischen verwendet wird? Wenn wir uns das mal anschauen von seinen Ursprüngen, die ich jetzt mal grosso modo plus minus um 1900 ansetzen möchte, der Einfachheit halber, hat er natürlich eine sehr rasante Karriere hingelegt. Der Designbegriff ist ständig erweitert worden und da ist auch die Frage, ist es eigentlich zurecht geschehen oder müssen wir, wenn wir uns nach einer Designgeschichte fragen, nicht zuerst nochmal nach der Begriffsgeschichte fragen? Also was ist eigentlich Design genau, was meinen wir damit? Die Frage stellte sich mir auch bei einigen Dingen, die Sie in Ihrer Ausstellung ausgewählt haben, wo ich mich frage, ist das eigentlich Design? Also das sind, mag jetzt für Sie banal klingen, aber wenn man eine Designsammlung betreut und aufbaut und erweitert und das ja auch für einen Besucher macht, dem man was nahebringen möchte, haben die essentielle Bedeutung, diese Fragen. Design war eben früher eine Art von Oberflächeneigenschaft in den Händen eines nicht so wichtigen Berufsstand, der mit so wichtigen Leuten wie Ingenieuren, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten assoziiert war. Und inzwischen hat sich Design sozusagen kontinuierlich ausgebreitet und ist in zunehmendem Maße für das eigentliche Wesen der Produktion von Bedeutung geworden. Das heißt also, dieser Begriffsumfang, diese Extension von Design bedeutet, dass eben er sich nicht mehr auf eine Liste von Gebrauchs- und Luxusgütern reduzieren lässt, sondern Design wurde ausgeweitet auf Landschaften, Städte, Körper und Gene. Und Sie haben sicherlich schon gehört, dieses schöne Wortspiel von Henk Oosterling, Dasein ist Design, und sicherlich kennen Sie auch von Bruno Latour die provokante Behauptung, der gesagt hat, dass Design einer der Begriffe ist, die das Wort Revolution ersetzt haben. Denn je mehr Objekte zu Dingen gemacht werden, das heißt, je mehr neutrale Tatsachen in uns angehende Sachen umgewandelt werden, desto mehr werden aus ihnen Designobjekte durch und durch. Ja, was bedeutet das, wenn wir uns jetzt wieder mal zurückbegeben ins Museum? Also ich würde dafür plädieren, doch eigentlich erstmal an der Begriffsgeschichte zu arbeiten. Denn wo fängt Design an, wo hört es auf? Nehmen wir beispielsweise das viel zitierte Apple Design. Was genau ist an Apple Design eigentlich Design? Und was ist zum Beispiel Marketing oder ja auch ist Ingenieursleistung? Oder nehmen wir IKEA. Im Zusammenhang von IKEA sprechen wir landläufig interessanterweise nicht von Design. Und ich frage mich, warum
Hat es vielleicht damit zu tun, dass es ein Produkt oder die Produkte von IKEA für die breite Masse designt sind oder gestaltet sind? Hat es damit zu tun, dass sie nicht so wenig kosten? Und warum sprechen wir zum Beispiel nicht von dem 1-Euro-Projekt, was es bei Rudis Restaurant gibt von Design? Also was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von Design sprechen, und müssen wir da nicht sehr viel präziser werden? Auf der anderen Seite frage ich mich, wird der Designbegriff eigentlich nicht auch überbewertet? Also wird Design als Appendix für viele Dinge benutzt, um den Dingen etwas mehr Schein als Sein zu verleihen? Also wenn man zum Beispiel im ganz banalen Sinne von Designermöbeln spricht, was unterscheidet Designermöbeln von ja, Nicht-Designermöbeln? Oder was ist eigentlich Intelligent Design? Oder neulich, vor einer Woche, fand von einem bekannten Konzern jährlich gesponsert eine wichtige Tagung statt, Digital Life Design. Ich frage mich, was hat das mit Design zu tun, was da passiert? Da geht es natürlich ums Internet und um die Archivierung von Daten, um den Zugang von Daten. Also was hat das mit Design zu tun? Und wie sollen wir zukünftig umgehen mit Produkten, die aus den 3D-Druckern kommen, wie eine Flutwelle? Und da ist es auch die Frage, ist dann automatisch jeder, der einen 3D-Drucker benutzt und darin ein Objekt gestaltet, ist das automatisch dann auch gleich ein Designer? Sollten wir sowas im Museum vielleicht ausstellen, ist eine Frage. Wenn man sich auf die historischen Wurzeln des Designbegriffs besinnt, dann finde ich einen Aspekt sehr interessant, der mir einen Selbstbezug der Disziplin Design auf sich selbst veranschaulicht. Von Anfang an wohnt dem Design nämlich eine ethische Dimension inne. Das heißt, am Anfang stand die Frage erstmal von gutem versus schlechtem Design, und der Anfang der Designgeschichte ist auch immer mit einem gesellschaftlichen Kontext assoziiert. Also mit Design verband sich auch immer ein gesellschaftskritisches Moment oder ein utopisches Moment. Die Gesellschaft sollte verbessert werden. Ein Protagonist wäre zum Beispiel William Morris, über den es hier, glaube ich, vor einigen Jahren auch mal ein ziemlich interessantes Symposium gegeben hat. Also diese soziale, diese utopische Vision, die diesem ganzen Formationsbegriff oder der Gestaltwertung des Begriffs Design am Anfang innewohnt, die hat also diese soziale Verankerung. Und das ist etwas, was Viktor Papanek in den 60er Jahren wieder eingefordert hat, weil er, und das gilt ja für den Westen, wie wir eben gehört haben, mehr als für den Osten, wiederum mehr Verantwortung von den Designern eingefordert hat, weil er der Meinung war, dass das aus dem Ruder läuft. Die Designer entwerfen einfach irgendwelche Dinge und tragen sozusagen zu unserer Umweltverschmutzung bei. Und die Frage ist, brauchen wir eigentlich diese Dinge? Und ich fand es ganz schön eben in Ihrem Vortrag, dass es so die Idee gab, es ist etwas fertig. Also wir brauchen eigentlich keine neuen Dinge mehr. Und das ist eben auch eine Frage, also die impliziert ja die Frage nach der sozialen Verantwortung. Und wenn ich mir das anschaue, was jetzt von Wien bis London über Eindhoven und auch hier in Hamburg teilweise an den Hochschulen passiert, dann finde ich das ziemlich interessant, dass so diese Disziplin, nenne ich es jetzt mal, des weitläufig umschriebenen Social Designs eine ganz neue Bedeutung erlangt und das auch tatsächlich Design wieder stärker gesehen wird als eine Frage gesellschaftlicher Verantwortung und dass es dort auch um sehr viel mehr geht als um das bloße Produkt, sondern dass es da auch um Themen geht,
Mensch und Umwelt oder Mensch und urbaner Raum, Mensch und Überlebensstrategien oder Praxis für Lebensgestaltung. Und das finde ich eine interessante historische Spannungslinie, wenn man jetzt mal innerhalb der Begriffsgeschichte von Design schaut, dass das heute natürlich unter neuen Vorzeichen aber wieder aktuell wird, dass für die Designer es interessant scheint und wichtig scheint, an der Formierung der Gesellschaft mitzuarbeiten, die nicht unbedingt auf das Thema Luxus und Überproduktion von Konsumgütern hinausläuft. Und das finde ich eine interessante, neue, sinnstiftende historische Linie. Und für uns ist die Frage, wie können wir das eigentlich ausstellen? Also wie können wir uns dem Thema der Geschichte von Design im Museum nähern? Wie können wir uns auch diesen Praxisbezügen nähern? Müssen wir die überhaupt ausstellen? Können wir die überhaupt ausstellen? Und da haben wir eigentlich im Museum die Chance, sehr viele unterschiedliche Zeitachsen aufzumachen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Neueinrichtung das Thema der Schausammlung, das ist natürlich etwas sehr Klassisches, aber gleichzeitig zeigen wir hier die Objekte einfach unhierarchisch nebeneinander. Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Jedes Objekt zählt seine eigene Geschichte. Und gleichzeitig, und das finde ich sehr wichtig, geht es darum, auch Themen zu finden, die Designgeschichte ausmachen. Also welche Bögen, Entwicklungsbögen innerhalb von Design. Und da finde ich es sehr spannend. Wir haben zum Beispiel einen Raum eingerichtet zum Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man da mal in der Theorie guckt, da gibt es nichts. Also es gibt die Praxis, aber es gibt in der Theorie, gibt es jetzt nicht wirklich eine Geschichtsschreibung. Und das gilt eigentlich für sehr viele Bereiche des Designs oder des erweiterten Designs, dass es dafür eigentlich keine Form von, wie soll ich sagen, historischer Reflexivität gibt. Und die finde ich eigentlich sehr wichtig, wenn man auch ins Museum geht und dass die Besucher verstehen, dass Dinge nicht einfach auch im Hier und dass es immer einen Kontext gibt. Und dass Dinge nicht einfach neu sind oder wenn Sie die, also ich zeige immer auf Sie, weil Sie so viele Dinge gezeigt haben, das Beispiel von Cordula Kehrer mit diesen Plastikeimern, die eben mit dieser alten Tradition des Flechtbastwerks das verbindet. Also das heißt, dass eigentlich aus meiner Sicht zu dem Entwurf oder dem Gestalten von Design immer auch das Wissen um die Geschichte gehört, einfach dazu. Und da bin ich, glaube ich, dass da die Kunstgeschichte sehr viel weiter ist als die Designgeschichte und dass es da eigentlich noch ziemlich viel zu tun gibt. Und als Museum versuchen wir zu dieser differenzierten Designgeschichte durch unterschiedliche Formate einen Beitrag zu leisten, in der Art und Weise, wie wir unsere Dauerausstellung präsentieren. Dauerausstellung heißt für mich jetzt, es sind Dinge, die sind in der Vergangenheit unter verschiedenen Gesichtspunkten gesammelt worden. Da stellt sich für mich jetzt heute die Frage, wie setze ich diese Sammlung fort? Zeige ich zum Beispiel, und das tue ich, Sie kennen vielleicht das Projekt der United Bottle Group, die eine neue Form von, oder die Basis ist Secondary Use Strategy, dass man überlegt, man hat ein Produkt, das man in einer Hinsicht nutzen kann und wie kann man es dann, nachdem sozusagen der erste Nutzungsrahmen abgelaufen ist, wie kann man es noch ihm eine Zweitnutzung zuführen. Und sie haben so eine Form von Plastikflasche entwickelt, die man, nachdem man das Wasser getrunken hat aus dieser Flasche, Wasser wird überall auf der Welt gebraucht, deswegen macht es Sinn, solch eine Flasche auch aus solch einem neuen Plastikmaterial, dass man neuen PET, das man noch absetzen kann, zu entwickeln. Aber was passiert oder wie kann man dem vorbeugen, wenn man das Ding wegschmeißt?
also, oder dass man es eben nicht wegschneißt, sondern weiterverwendet. Und solche Dinge finden Sie jetzt inzwischen auch im Museum. Da würde mich manch einer fragen, was hat das mit Design zu tun? Für mich hat das eben sehr viel mit Design zu tun. Für mich hat das zu tun mit Designlösungen. Und das ist eben, da komme ich wieder zurück auf das Social Design. Und etwas anderes, was wir jetzt gerade als eine Form von Experiment wagen und was sehr gut ankommt in der Gesellschaft, aber interessanterweise nicht so sehr bei den Designproduzenten. Das ist diese Ausstellung Endstation Meer. Auch das ist eine ganz andere Form von Designgeschichte, von Zeitlichkeit. Das ist Plastikmüll. Sie haben von dieser Ausstellung gehört. Das ist eine Ausstellung, die in Wien, Entschuldigung, in Zürich konzipiert wurde, im Museum für Gestaltung, die wir uns entschlossen haben, hier auch zu zeigen, weil das für mich auch zum Thema Design und Designgeschichte hinzugehört. Wir haben das mit eigenen Händen aus den Container ausgeschöpft und haben Dinge in der Hand gehabt, die ganz klar schon auch 50 Jahre, 60 Jahre aus dem Buckel haben. Und da wird einem nochmal eine ganz andere Dimension von Geschichte und auch von Designgeschichte erfahrbar, die dann natürlich auch wieder mit dem Material zu tun hat. Und was ich interessant finde, ist, dass mit dieser Ausstellung wir ein Publikum erreichen, was normalerweise nicht ins Museum kommt, was sich aber wiederum für gesellschaftliche Fragestellungen interessiert. Und wir haben noch nie ein Projekt gehabt, wo wir so leicht für Sponsorengelder bekommen konnten von Umweltstiftungen. Also das ist, ich erzähle das deswegen, weil es einfach ein interessantes Phänomen ist. Also dass wir sozusagen über die Endstufe eines Designproduktes, wenn Sie so wollen, wir eine ganz neue Aufmerksamkeit generieren können und auch wiederum ein ganz neues Bewusstsein schaffen können für die Dauer oder für die Endlichkeit der Dinge und auch für die Auswirkungen von Design auf die Gesellschaft, auf das Umfeld. Ja, und das ist ein Weg, den ich persönlich sehr interessant finde. Also auch das Thema Social Design und die Frage, die du mir mal am Anfang gestellt hattest, gehört Joseph Beuys für mich auch in das Thema oder in die Designgeschichte? Ich würde sagen ja, weil da komme ich wieder zu dem Thema, was ist eigentlich Design? Also wenn man Design auch als Begriff bezeichnet, als Lösungsansätze, als Interaktion zwischen den Menschen mit der Vision, dass es eigentlich darum geht, Gesellschaft zu gestalten, also dann gehört für mich Joseph Beuys da sehr klar in diesen Kontext. Ja, das war's. Vielen Dank. Du hast für mich nochmal ein ganz interessantes Fass aufgemacht, über das du dann aber gar nicht richtig geredet hast, nämlich, dass du gesagt hast, diese Kunstgewerbemuseen gelten als altmodisch, verstaubt. Dann hast du in einer anderen Passage gesprochen, sozusagen Design wird verbunden mit Fortschritt und Fortschrittlichkeit, zumindest das, was man als modernes Design bezeichnet. Und dann hast du davon gesprochen, wo kommt dieses Design eigentlich her? Und du hast auch sozusagen diesen typischen Schritt gemacht, der zum klassischen modernen Produktdesignverständnis gehört, nämlich so um 1900. Im Englischen kommt der Begriff Design im Sinne, wie wir ihn heute verstehen, in einem Buch vor 1853, also 50 Jahre früher, ist klar pro Kunsthandwerk, anti-industriell, anti-fortschrittlich. Und das ist ja auch eine ganz starke Wurzel dieser Kunstgewerbemuseen, zu sagen, es gibt diese schlimme industrielle Produktion mit ihren Verderbtheiten und wir müssen irgendwie sorgen, dass es, das hast du ja auch benannt, dass es da eine Qualität gibt. So entstanden die Kunstgewerbemuseen, so entstand letztlich auch der Werkbund aus eigentlich einer antimodernen Sorge und nicht
aus positiver Fortschrittsbejahung und Modernismus glaube. Der kommt einen Tick später. Und deshalb gibt es sehr viele Museen, wo, man versteht das ja immer nicht, man läuft, bei euch ist es jetzt, eigentlich ähnlich, aber am krassesten fand ich es in Rotterdam, man läuft man sozusagen vor wirklich wunderbaren, und das ist linear, ja, wunderbaren 17. Jahrhundert, Silberkandelabern, feinste Silberarbeiten, und ist sozusagen in einer Achse kommt man dann irgendwie zum modernen Möbel. Ja, da wird das, zwar, es gibt einen klaren Bruch, auch glaube ich sogar mit einer Brandschutztür, ja, aber es ist trotzdem irgendwie so dieses eine gemeinsame Segment. Und diese Museen, wie alle Kunstgewerbemuseen, und das ist ja eher ein kunsthistorisches Museum, legen eigentlich eine andere Traditionslinie als die modern-fortschrittliche. Die legen diese Traditionslinie anti-industriell, anti-modern, halten sie dann aber irgendwie nicht durch, also jetzt überspitzt formuliert. Und wenn man das noch weiter spinnt, dann landet man ja tatsächlich auch, und das macht noch kein Museum, was ich mich immer frage, dabei, dass man die Wurzel dieses sorgenvollen Designbegriffs, sage ich jetzt mal, eigentlich auch in dem Kunsthandwerk sehen kann, was Devotionalien hergestellt hat, also Altarbilder etc., nicht auf der Seite Bildhauerei, sondern auf der Seite anbetungswürdige Objekte. Und dann schließt sich plötzlich wieder ein ganz komischer Kreis zu dem Designbegriff, den wir ja heute zuweilen gerne ausschließen, als das ist eigentlich gar nicht das richtige Design, wie sozusagen Autodesign, wo es primär um verkaufsfördernde Produktgestaltung und Styling geht, was einem Autodesigner dann auch durchaus gerne mal zugeben, wenn sie einem erklären, was der Unterschied zwischen einem Skoda und einem VW und einem Fiat ist im Designprozess. Das ist nämlich dann eine zielgruppenspezifische Ausformulierung von bestimmten Styling-Aspekten. Und eigentlich könnte man diesen komischen Weg über Fortschrittsangst als Einwurzel von Design bis runter zum Kunsthandwerk, verehrungswürdige Objekte, bis hin zum Branding auch gut argumentieren als eine Schleife. Und auch durchaus in der Tradition von solchen Häusern wie dem Museum für Kunst und Gewerbe. Das war jetzt ein sehr lang ausholender Kommentar. Ja, kurz. Einspruch. Ja, bitte. Einspruch. Ja. Jetzt schon? Ich glaube, dass nicht haltbar ist, das Museum. Also ich arbeite selber am Museum, ich weiß, wie schwerfällig die Dinger sind. Die heißen ja auch deswegen immer noch so, wie sie früher hießen oder relativ früher. Das Museum, an dem ich arbeite, MAC, hieß früher Museum für Kunst und Industrie, ne, und ist dann mal irgendwann in ein Museum für angewandte Kunst umbenannt worden. Dann waren irgendwann die Nazis auch in Wien und haben das Museum auch nochmal umbenannt. Ich glaube, da hieß es dann irgendwie auch Museum für Kunstgewerbe. Jetzt heißt es wieder Museum für angewandte Kunst, aber nur weil sie sich damals, als sie gegründet wurden, sagen wir in den 1870er Jahren im Fall Wien, also relativ früh, ist ja das zweitälteste Kunstgewerbemuseum nach dem V&A in London, ist das zweitälteste. Nur weil sie sich gegen einen bestimmten Auswuchs der Produktkultur oder der Industrialisierung wenden, und immerhin hieß das Museum Kunst und Industrie, klar, Kunst, Industrie ist dann wieder was vollkommen anderes, aber nur weil sie sich gegen eine bestimmte Auswüchse von Produktkultur gewendet haben, heißt das ja nicht, dass sie antimodernistisch sind. Sie sollten geschmacksbildend sein. Das kommt uns zwar heute auch wieder antiquiert vor, aber es galt natürlich sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten für einen bestimmten Geschmack zu bilden und natürlich nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Du solltest ja für die Zukunft produzieren. Deswegen würde ich schon sagen, das Bauhaus macht ja in dem Sinne auch nichts anderes oder sowas. Also als auch, oder der Werkbund noch stärker, ne? Geschmacksbildend einzugreifen in die Produktkultur. Und natürlich verändert sich sowas, und du merkst natürlich, dass der Werkbund 1907, glaube ich, gegründet ist, ne, und dies greift in einen anderen Punkt an in der im Industrialisierungsprozess, aber die Intention ist so weit davon weg nicht. Also ich würde überhaupt nicht sehen, was das antimodernistisch ist. Also ich bin ja auch Museumsmann, ich muss das wirklich unterstützen. Ein Wort ist noch nicht gefallen, das ist das Thema Vorbildersammlung. Das ist ja eigentlich der,
der Beginn eben der Kunstgewerbe. Sie haben in der Zeit des Konkurrenzkapitalismus nach dem Weltausstellung, das ist ja alles bekannt, begann man eben diese Museen zu gründen und Vorbildersammlung anzulegen, damit das heimische Handwerk erstmal konkurrenzfähig wurde. Das ist die Idee. Also es war in der Tat ein Eingreifen in die Gegenwart. Es war nicht retrospektiv. Und wenn das heute einem verstaubt vorkommt, dann ist es einfach so, weil die Sachen alt sind, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es ja diesen entscheidenden Umschwung, dass man dann irgendwann gesagt hat in den Kunstgewerbemuseen, also wir sammeln jetzt entweder beides, Kunsthandwerk, was es ja nach wie vor gibt, also das kunsthandwerkliche Unikat, oder wir gehen in Richtung Produktdesign, Industriedesign, wie man das nun nennt. Und damit schafft man genau den Anschluss an die Gegenwart, indem man diese Geschichte weitererzählt, und zwar linear weitererzählt, so wie es auch vorhin mal formuliert worden ist, ab 1900, wo eben Dinge, die vorher von Hand hergestellt wurden, also es war nicht mehr der Tischler, der den Tisch für den Auftraggeber in der direkten Kundenbeziehung gemacht hat, sondern jetzt kommt eben dazwischen der Entwerfer, Peter Behrens und so weiter, wir kennen die ganzen Geschichten. Das ist der entscheidende Umschwung. Und dann haben wir als Museumsleute, und ich zähle mich ja auch dazu, haben wir das Problem, dass wir nicht mehr zu dem Thema Geschmackserziehung stehen. Das ist ja diese ethische Dimension, diese moralische Dimension, die der Wagmund hatte und die andere hatten, die haben wir ja, also da trauen wir uns ja nicht mehr so richtig dran. Claudia Wanz macht es jetzt hier mit dem Plastikmüllprojekt vielleicht doch. Das ist aber doch wieder eine moralische Ausstellung. Aber sie sieht es ganz anders an. Sie setzt ja nicht so an, wie er nochmal da in den Stuttgart gemacht hat, der gute oder schlechte Geschmack. Pazaurek gemacht hat. Das ist das schlechte Objekt oder ist das gute Objekt. Das trauen wir uns heute ja nicht mehr so. Aber wir versuchen natürlich durchaus an diesen Museen, die so ausgerichtet sind, entsprechend einzuwirken eben. Und da stellt sich natürlich die Frage, dann auch, damit möchte ich enden, Designgeschichte für wen? Für Designstudierenden, für die Designer, für die Menschen, für die breite Masse. Und brauchen wir das alles noch? Und da kann ich nur sagen, also was ich beobachte, also nicht nur, dass wir eine deutsche Gesellschaft für Designgeschichte gegründet haben, sondern dass vor 20 Jahren die Engländer das schon längst mit der Design History Society gemacht haben, die Italiener jetzt vor 3 Jahren nachgezogen sind, die Holländer vor 2, 3 Jahren. Das Thema wird im Moment sehr groß eigentlich aufgearbeitet, aber es findet auch mal noch keinen richtigen Zugang eben zu den, in die Designhochschulen, weil es dort nicht als wirkliches Fach eben etabliert, als eine eigene Disziplin etabliert, sondern wir schneiden da ja alle so von der Architektur oder von der Kunstgeschichte irgendwie so rein, aber es ist keine eigene Disziplin. Ja, deswegen, also war auch meine Frage, ich stelle mir die ziemlich häufig, was ist eigentlich Design? Also weil man sagt es so ganz schnell dahin, ja, oder vorhin fiel es auch, ja, das ist Design, das ist, wenn man gerade, finde ich, eben auch in so einer Institution arbeitet, und ich finde eigentlich ein Museum eine ziemlich gute Institution, neben der Hochschule, wenn es darum geht, auch gesellschaftlich relevant zu agieren, und das finde ich eben auch immer wichtig, da muss man sich immer erstmal klar sein, worüber man eigentlich spricht. Und also deswegen Designbegriff, da kann man auch Stunden drüber erzählen, deswegen habe ich das einfach jetzt mal abgekürzt mit 1900. Und was ich aber schon interessant finde, und das ist jetzt, glaube ich, also bitte korrigieren Sie mich, aber das ist noch nicht so lange her, das ist vielleicht in den letzten 4, 5 Jahren, dass das total wieder in, sage ich jetzt mal überspitzt ist, wird, an den Designakademien oder an den Hochschulen, wo auch Design gelehrt wird, dieses Thema Social Design. Das gab es davor doch gar nicht. Und das finde ich total interessant. Weil da habe ich nämlich das Gefühl, was die Designer teilweise selber nicht zugeben, weil also die Kritik, dass wir verstaubt sind, kommt ja eigentlich hauptsächlich auch aus diesen Kreisen. Ich finde die auch völlig legitim und in Ordnung. Aber sich selber innerhalb der Disziplin vielleicht unbewusst, weil man, sage ich jetzt auch mal ein bisschen polemisch überspitzt, weil man sich vielleicht gar nicht der Designgeschichte bewusst ist jetzt an diesen Orten, werden diese neuen Plattformen gegründet und wie das alles heißt mit Hub und tralala der Mensch in der Stadt und da wird die Agora gegründet. Also ich will das jetzt nicht runter schlecht machen, aber it's a matter of fact, ja auch hier.
also gibt es ja auch Praxis für Lebensgestaltung oder die Nachbarschaftsberatung St. Pauli nicht. Und da geht es dann letztendlich ja aber auch wieder um sowas wie Geschmacksfragen zum Beispiel, auch wenn es nicht explizit genannt wird. Und darum ging es mir so ein bisschen zu sagen, dass man einfach mal sich klar sein muss, worüber sprechen wir eigentlich? Meinen wir alle das Gleiche, wenn wir über Design sprechen? Und ist das nicht nochmal wirklich... Ich glaube, die letzten 20, 25 Jahre, also auch der Begriff, der erweiterte Designbegriff, der ist ja entstanden praktisch durch soziastische Auftreten von Memphis. Also, dass man gefragt hat, es kann eine Sache auch anders aussehen, als man sie gemeinhin erwartet. Also das berühmteste Beispiel ist das Kartenregal. Jeder denkt bei einem Regal an ein rektanguläres Konstrukt, was irgendwie an der Wand steht. Billy ist so der Klassiker, wohnt auf Bruno Paul, kennen wir, ist eigentlich eine uralte Geschichte, das Billy-Regal. Und dann kommt einer wie der Sotsas und stellt dieses Drum in den Raum, was also mit einem klassischen Regal in keinem Detail etwas zu tun hat. Es ist ein Totemartig, es ist eine Skulptur, aber es ist teilweise, es ist trotzdem als Regal gedacht. Und er stellt die Frage oder verbindet mit diesem Regal die Frage, kann eine Sache, wie zum Beispiel ein Regal, nicht auch total anders aussehen? Können die Wände und die Böden dick sein statt dünn? So. Können die Seitenwände schräg sein? So. Was bedeutet das? Kann das jetzt bunt sein? Was bedeutet das für dieses Regal? Darauf basierend ist natürlich unheimlich viel entstanden. Also es gibt ja, die jüngere Designgeschichte ist voll von zig Regalen, Bookworm und so weiter, die sich alle diese Frage gestellt haben und plötzlich haben die alle das Regal auf eine andere Art und Weise definiert, eben nicht als klassisches Buchregal, in dem ich mich als Gesettelter da vorstelle und meine ganzen Bücher alphabetisch ordne, sondern dass ich etwas habe, wo ich auch was anderes reintun kann, reinschmeißen kann, unordentlich sein kann und so weiter und so fort. Jetzt sind wir allerdings an einem Punkt, wo wir das im Grunde genommen abgearbeitet haben. Und jetzt komme ich auf die Hochschulen. Auf dieser Grundlage sind ja sehr viele Hochschulen neu definiert worden. Und wir haben alle, im Grunde genommen, sind wir sehr klein. Wir haben alle 2, 3 Professuren, die sich alle an diesen mehr oder weniger, also gerade die an den Kunstakademien angesiedelt sind, an diesem Thema Autorendesign abarbeiten. Und wir sind tatsächlich an einem Punkt angekommen, deshalb finde ich das auch, was ihr hier initiiert, dass wir wirklich darüber nachdenken, was bedeutet Design heute? Ist das immer noch, dass wir immer noch jetzt Bugwärmer machen oder jetzt nochmal einen noch mal mit einer Kurve drin oder mit nach hinten nochmal eine Kurve? Das bringt jetzt nichts mehr. Wir müssen uns tatsächlich fragen, wo ist bewusste Gestaltung in alltagskulturellen Bereichen relevant? Wo kann sie relevant sein? Und das geht dann weit über das Produkt hinaus. Wir haben uns ja... Ich glaube, Sie haben in der Art, wir beide haben ja in der Art so ein Statement losgelassen und dann haben Sie mehr oder weniger auf Ihre klassische Aufgabe als Museum. Ich habe gesagt, gut, wir müssen natürlich auch Themen finden. Ich sage mal ein ganz einfaches Thema, Protest, Formen des Protests. Wir haben das mal als Seminar gemacht bei uns in der Schule, Formen des Protests. Sie können jeden Tag die Süddeutsche Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung sind jeden Tag 3, 4 Beispiele der Form des Protests. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Dann sind die Leute auf die Straße, haben Ho Chi Minh oder was gerufen oder irgendwie Trillerpfeifen. Aber so wie heute Protest inszeniert wird, das wird tatsächlich designt. Also beginnend mit Greenpeace, das hat mal einen von Greenpeace da, ich habe den gefragt, macht ihr das? Das ist im Grunde genommen Szenografie, was ihr macht. Ja, aber da frage ich mich genau. Ist das, ist auch Design, das gehört auch, für meine Begriffe gehört das mehr dazu, wie Hair Design oder was weiß ich, oder Drag Design oder was weiß ich, was es da alles gibt. Gibt es ja tausende Sachen. Nail Design ist ja das Allerschlimmste. So, aber das ist ein alltagskultureller Bereich, wo es Sinn macht, wo eine bewusste Gestaltung einen gewissen Zweck erfüllt und zu einem Ziel führen kann, nämlich zum Beispiel beim Protestdesign zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Stellen sich die ganzen Aktionen von Greenpeace ohne Design vor. Ja, aber was meinen Sie denn dann genau mit Design? Was soll ich mir denn ohne Design, ohne eine was? Bestimmte, eine Gestaltung eines bewussten, eines Anliegens, dass ich das in irgendeiner Weise szenisch darstelle. Ich beziehe mich jetzt auf die Form des Protests.
Okay, das ist schon eine bewusste Gestaltung. Ja. Wie groß muss ein Teil? Wie groß muss das Ding sein, wenn das an irgendeinem Atomkraftwerk irgendwo, was muss ich machen? Wie muss ich das Plakat gestalten, damit es wirklich sieht, damit es Aufmerksamkeit erzeugt? Das ist für mich die Sache. Wir rutschen jetzt schon in das, worauf ich mich nachher total freue, nämlich die Runde, wenn sozusagen alle Referenten nochmal vorne sich gegenseitig reflektieren. Ich weiß, dass du dich jetzt gerade gemeldet hast, aber du bist eh gleich der Redner. Deshalb werde ich dich sondern würde sozusagen nochmal, möchte nochmal in den Raum gucken. Es sind jetzt ja hier schon so ein paar Geschosse sozusagen in den, losgegangen. Habt ihr an Claudia Banz, der es ja hervorragend gelungen ist, hier die Gemüter sozusagen, die Positionen hochzuholen, habt ihr noch eine Frage oder einen Kommentar, weil wir hier gleich als Runde uns nochmal gegenseitig aufs Zahnfleisch führen können. Sonst würde ich mich bedanken nochmal für dein Beitrag.